Die Post war da. Und dabei haben wir gar nichts bestellt. Hey Leute, wir sind Jindex. Heute eine Produktvorstellung von Liquid Director. Wir haben für dieses Paket nichts bezahlt. Wir testen das und wir freuen uns total, dass wir mal was gratis bekommen haben, weil als YouTuber freut man sich, wenn man Sachen gratis bekommt. Oh, ich freue mich voll drauf. Ich will wissen, was da drin ist. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also generell, Liquid Director ist so eine Art Abo-Service für Gins. Man kann da sagen, ich hätte gern jeden Monat ein Paket oder jeden zweiten Monat oder jeden dritten Monat. Und dann sind da eben Dinge drin. Und wir sind sehr gespannt und deshalb machen wir das jetzt auf. Die Box an sich ist schon mal schön. Hier steht Entdecken, Genießen, Teilen. Teilen? Cheers! Ach so, Social Media gibt's ja auch noch, stimmt. Okay. Ein Booklet. Ganz oben auf liegt ein kleines schwarzes Booklet mit dem Logo vom Liquid Director. Oh, das da ist wird wohl, der Gin vorgestellt. Das ist wohl der Gin, der da drin ist. Vivo Gin. Oh, das ist irgendwie so ein Infoheft hier. Da steht die Story drin, wie es zu dem Gin kam. Oh, eine Cocktail-Idee. Oh. Zwei Teile Revo Gin, ein Teil Luxardo Maraschino Likör. Cheers. Cheers, das ist ja nice gemacht. Wow. Schauen wir mal nach, was unter diesem Verpackungsmaterial ist. Mhm, weg damit. Als allererstes guckt uns eine Dose entgegen. Süßmary Cantucci Mandel. Lecker, gesund und handgemacht. Und ist auf jeden Fall nicht glutenfrei, das heißt nichts für dich, weil die oberste Zutat ist Weizenmehl. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, die Italiener backen viel mit gemahlenen Mandeln. Genau so ist es, ja. Hm? Naja, gucken wir mal. Gucken ist wir bestimmt mal noch was für mich drin. Oh. Pfirsichnektar. Was zählt, sind Pfirsich. Die schönen Momente. Was zählt, sind die schönen Momente, ist schon klar. Oh. Ah. Eine Mini-Spirituose. Maraschino. Das ist dieses Zeug, das für den Cocktail gebraucht wird. Ja. Das ist natürlich nicht clever. Schlecht. Das sind die Cocktailzutaten hier. Pfirsichnektar, da ist er ja auch. Ah, das okay. Ist ja cool. Da das können wir die Cocktails mischen. Ein Tonic Water. Dry Bitter von J. Gasco. Aus Italien. Legendary Italian Drinks. Das italienische Thema zieht sich durch. Finde ich sehr schön gemacht. Und bisher fand ich auch, dass alles ganz, ganz hervorragend sicher verpackt ist. Also ich spare nicht an Luftpolsterfolie hier, da kann nichts passieren. Ein zweites Fläschchen Tonic. Oh, das ist wohl das Main Event. Ich denke, das ist der Gin. Ja, das ist er. Revo. Ich kann nichts lesen, was hier hinten drauf steht. Zum Glück gibt es das Booklet. Ist echt alles italienisch, also authentisch italienisch. Mit so Wasserwellen. Lago di Como. Ist das der Comer See? Halbe Liter Flasche, 43%. Nicht schlecht. Oh, da ist noch mehr. Ganz unten ist noch Zeug. Sticker, damit man auch Werbung machen kann. Aber hier, das ist ein kleines Buch und das ist richtig edel gemacht. Geht es da auch um jetzt den Gin, den wir jetzt haben? Nein, es geht um diesen Maraschino. Ah, ich habe hier eine Karte vom Liquid Director. Lange Rede, kürzer Gin. Klingt nach einer Gin-Gin-Situation. Stellen Sie das vor, diese Box mit Gin-Mixgetränken, Booklet und Extras. Ja, stark. Ja, ziemlich geil. So schnell ist aufgeräumt. Und jetzt geht's los. Und zwar wollen wir den Gin erstmal pur probieren. Genau. Ich mag den dunklen Korken hier sehr. Das ganze Etikett ist sehr schön. Mhm. Schön gestaltet. Mhm. Der Geruch ist irgendwie seltsam. Ich kann es nicht richtig zuordnen. Ja, du hast recht. Also deswegen finde ich es auch hier so cool, dass hier so ein Booklet dabei ist. Weil hier stehen die Botanicals auch drin. Also es wären wohl 12 Botanicals. Steht hier auch auf dem Etikett. Ja gut, mein Italienisch ist nicht so fest. Deshalb steht da ja auch 12 Botanicals. Unter anderem Thymian, Zitronenmelisse, Koriander, Kardamom, Angelika-Wurzeln. Okay. Kannst du das auf Italienisch? Nein. Small Batches lese ich hier noch und wir haben die Flaschennummer 515. Wow, der brennt. Hm. Der hat
richtig was Alkoholisches. Also er ist gar nicht verkehrt, aber man muss erst über diesen ersten Brenner quasi drüber sein. Im Geruch, der riecht irgendwie nach was, was ich nicht zuordnen kann. Ich lese jetzt mal hier ab. Das wären wohl frische, balsamisches Aroma. Blumige und zitronenartige Noten. Mediterrane Düfte. Ja, es riecht schon blumig, aber ich kenne die Blumen nicht. Der zweite Schluck ist besser, aber er ist immer noch scharf. Er ist schon ein floraler Gin. Aber trotzdem herb. Wacholdrig, kräutrig, floral. Also nichts von Zitrone in die Richtung. Mm-mm. Ich esse mal so ein Ding dort dazu. Lecker, ja. Wow, sind die schön. Das sind Cantucci. Quasi trockenes, kompaktes Mandelbrot. Riecht toll. Das passt gut zusammen. Okay. Witzig. Klasse. Also der Rest der Zutaten hier ist für die zwei Cocktail-Ideen hier drin, die in dem Büchlein drin sind. Nur wir waren da jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Ich habe jetzt keinen Prosecco kalt gestellt für den Bellini Peach. Da kommt der Pfirsichnektar mit rein. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt gerade aktuell keine frischen Zitronen da. Das heißt, wir können den Aviation auch nicht machen. Da käme dieser Likör mit rein. Aber als Gin Tonic probieren wir den Rivo Gin auf jeden Fall jetzt noch. Und zwar wird hier auch im Booklet dieses Tonic Water empfohlen mit diesem Hühnermensch J. Gasco. Und da ist er auch schon. Er riecht jetzt extrem nach einer Blume, die ich nicht benennen kann, und Kardamom. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das riecht nach Hahn und Fußgewächsen? Jetzt bist du aber ganz schön weit draußen, weil der Hahnenfuß ist ja sogar da oben auf dem Tonic abgebildet. Oh, das schmeckt ziemlich lecker. Das passt hervorragend zusammen. Ganz weich und sanft, ein bisschen fruchtig, ein bisschen sauer, ein bisschen herb, ganz ausgewogen. Das ist ein sehr sommerlicher Chill-Out-Gin, so ein richtiger, ich komm mal runter. Der läuft, ja. Ganz, ganz lecker. So ein Urlaubs-Gin. Als Empfehlung hier, der Gin mit dem Tonic Water ist wirklich ganz hervorragend. Das passt verdammt gut zusammen. Mhm. Fassen wir mal zusammen. Wir haben eine Box umsonst zugeschickt bekommen. Vielen Dank, Liquid Director. Ziemlich geil. Und was drin ist, begeistert. Ich finde es total super, dass ich schon das passende Tonic zum Gin bekomme und noch Cocktail-Ideen dazu habe. Und das finde ich irgendwie total stark, auch mit diesem kleinen Heftchen, wo man was nachlesen kann. Also das trifft voll meinen Geschmack. Ich muss auch sagen, also es wäre jetzt auch sein Geld wert. Also 50 Euro finde ich auch angemessen für das, was jetzt hier drin ist. Erstens, ich habe von diesem Gin noch nie was gehört. Und das ist heutzutage bei Gins, klar, es gibt unheimlich viele, aber ist geil, wenn man quasi was bekommt, wo man gar nicht kennt. Und das macht halt auch unheimlich Spaß. Wo man auch die Entscheidung abgenommen bekommt. Richtig. Ne? Und dann gleich noch das passende Zubehör. Das heißt, jemand anderes macht sich quasi die Gedanken. Das ist eigentlich schon mal nochmal extra was wert. Aber selbst wenn die Flasche, keine Ahnung, was die Flasche Gin kostet, müssen wir jetzt googeln, was die mal 30 Euro kosten, plus zwei Tonics, ein kleines Cocktail-Miniatur-Ding, Flasche Saft, der Druck von dem Booklet, die Sticker, natürlich ein Gewinnaufschlag, Porto, Versand, Verpackung, Logistik, das ist alles, ich denke, das ist sein Geld wert, ja. Mhm. Ganz nüchtern betrachtet. Das kann man schon machen, wenn man darauf Bock hat. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich habe ein Gin-Budget im Monat von 50 Euro, habe aber keinen Bock, mir Gedanken drüber zu machen, dann lass doch andere entscheiden. Mhm. Und ich finde es auch toll, dass das passt mit den Keksen, dass man so ein Komplettpaket hat, so was Italienisches, also man hat... Es ist auch scheint mit Liebe zusammengestellt worden zu sein. Das spürt man schon, dass da jemand sich Gedanken gemacht hat. Die habe ich ganz vergessen. Ich weiß nicht, was, ja. Und ich finde es auch toll, dass man da auch jetzt nur jeden zweiten Monat was sich bestellen kann oder nur alle 3 Monate. Weil 50 Euro im Monat ist schon ist viel eine Stange Geld. Geld. Ja, ist eine Stange Geld. Aber wenn man das jetzt 4-mal im Jahr sich so eine Box zuschicken lässt, finde ich klasse. Nochmal ein ganz großes, dickes, herzliches Dankeschön an Liquid Director. Vielen Dank. Wir fanden das Paket super toll und empfehlen euch hiermit weiter. Empfehlt auch ihr uns weiter, indem ihr uns teilt und auf den Abonnieren-Button klickt. Und dann dürft ihr euch gerne auf das nächste Video freuen. Cheers!